Ein Konzert werde ich nie in meinem Leben vergessen. Alkestis damals in den Ruinen der Kraftzentrale im Landschaftspark. Das mit der Taubenscheiße in den Noten. Voll Liebe. Voll Liebe in der Gebläsehalle. Es war so schön und so romantisch und so rosa. Es war toll. Und das war European Classic Contest. Ich war zum ersten Mal auf der Bühne mit Immo und habe die Moderation gemacht. Und dieser Moment mit diesem Kleid, Immo an meiner Seite, die Moderation zu machen, das war der Oberknaller. Für mich im Theater immer noch mein Highlight. Das war das Konzert Kleinkraft Open Air 2012. Auf Duisburgs schönsten Platz, bei strahlendem Sonnenschein, volles Haus, beziehungsweise großes Publikum. Ganz, ganz tolles Konzert. Das war hier dieses Bundeswissen Song Contest. Ich weiß nicht, auf jeden Fall konnten wir da, verschiedene Länder hatten wir da, kam ich nicht mehr so mit klar. Und da konnten jeder aus jedem Land, haben wir dann irgendwas gespielt. Ich fand es voll super. Und das war im Theater war das und mit ganz vielen Fernbedienungen. Ich komme nicht drauf. Und also ich habe auch geistig habe ich sehr gut gespielt, muss ich sagen. Aber die anderen halt, das war, naja, ich habe mich angestrengt. Eigentlich alle. War ganz klar Gänsehaut. Nie vergessen werde ich die Maschinenträume. Definitiv Reise zum Mond. Das war der absolute Wahnsinn. Die Stimmung war super, die Filme und wir hatten unglaublich viel Spaß. Das beste Konzert war für mich das Ohne-Ende-Konzert mit der Klangkraft-Umbenennung. Das war vom Repertoire her der Wahnsinn. Es wurde geil aufgemacht von den Leuten hier. Und es hat mir am meisten Spaß gemacht. Natürlich Märchen, also letztes Konzert, ja, weil ich nur dieses Konzert dabei war. Das Projekt Gänsehaut im Palpen, wenn ich daran denke, kriege ich auch immer noch eine Gänsehaut. Weil bei allen Konzerten ist irgendwas gewesen, was unheimlich inspirierend und ganz, ganz toll war. Ich fand's gut, ich fand's super, fand ich das.